Vater und Sohn intensiv. Es ist Frühling. Der Vater und der Sohn machen einen Ausflug. Der Vater und der Sohn fahren ins Grüne. Im Hintergrund sieht man hinter den Bäumen eine Lokomotive. Es handelt sich um eine Dampflokomotive. Der Vater und der Sohn sind mit dem Zug gefahren. Der Vater und der Sohn sind gut gelaunt. Sie freuen sich. Sie sind guter Dinge. Das Wetter ist auch schön. Jemand verkauft Obstwein an einem Stand. Der Obstwein kostet 30 Pfennig pro Glas. Der Vater probiert etwas davon. Der Vater probiert ein Glas Obstwein. Der Sohn steht daneben. Er trinkt nichts. Der Sohn hält einen Spazierstock in der Hand. Am Himmel steht die Sonne. Der Vater sitzt unter einem Baum. Der Sohn sitzt über dem Vater auf einem Ast. Die Jacke vom Vater hängt am Baum. Der Vater hat 3 Flaschen Obstwein gekauft. Dem Vater scheint der Obstwein zu schmecken. Der Vater schenkt sich gerade ein neues Glas ein. Im Hintergrund geht die Sonne unter. Es ist Abend. Der Vater ist betrunken. Der Vater ist beschwipst. Der Vater geht mit dem Sohn an der Hand irgendwo hin. Wahrscheinlich gehen die beiden zum Bahnhof. In der rechten Hand hält der Vater noch ein Gläschen Obstwein. Der Vater sieht den Sohn vierfach, weil er betrunken ist. Der Vater zählt den Sohn. Der Sohn versteht nicht, was der Vater da tut. Im oberen Teil des Bildes sieht man ein Schild, auf dem steht Fahrkarten. Der Vater kauft 4 Fahrkarten für den Sohn. Der Vater zeigt auf den Sohn. Der Beamte am Schalter wundert sich. Der Sohn wundert sich auch.